Was? Jaulendes Skelett? Da! Ach, verdammt. Da! Mann! Bums. Da! Na komm, Kollege. Die blocken auch ganz schön was weg, die Viecher, ne? Da! Moment. Oh, der Regen geht einfach auf den Kranz. Also, ich mag Regen sehr im wahren Leben. Aber in manchen Spielen kann es einfach nur auf den Sack gehen. Da! Das ist geflogen. F8. Ah, warum rutschst du denn jetzt, Kollege? Hab ich jetzt auch. Ich muss sagen, hab ich da noch Viecher angelockt gerade? Ungewollterweise. Aua. Hä, wie ist denn das gerade gemacht? Ah, hier ist gerade ein bisschen dunkel. Oh, das hat gesessen. Ach, schade. Tada! Oh, Ruferfolg bei den Rebellen um 1. Meine Fresse. Noch 4. Ich freue mich. Ich kann mich gar nicht vorstellen, wie. Vielleicht doch, aber ich behaupte das jetzt einfach mal in meinem jugendlichen Leichtsinn. Oh, der ist gut. Naja, gut. Dann gucken wir mal, ob wir irgendwo ein Bett finden, damit der Regen mal aufhört. Und Fleisch braten könnten wir auch mal wieder. So. Als wenn das so einfach wäre. Wenn er so weitermacht, wird das nie was. Die Höhle da drüben ist ein alter Friedhof. Die Skelette, die da hausten, sind jetzt nur noch Staub. Das ist beruhigend. Das ist mir 300 Goldmünzen wert. Fein. Jut, ein wenig Erfahrung. Ja, top. Ob wir hier pennen können. Oh, tatsächlich. Sehr schön. Ab in die Kiste. Ach, Gott sei Dank. Dann behaupte ich mal ab nach Nemora. Noch 4 Punkte bei den Rebellen, das ist super. Das sollten wir hinbekommen. Dann können wir uns danach tatsächlich mal endlich die Paladin-Rüstung zulegen. Nemora. Da. So. Hoppla hopp. Die Frage, wir wissen immer noch nicht, wer der Chef von dem Laden hier ist. Wenn er so weit
weitermacht, wird er Könnten wir auch mal machen. Zeig mir die Wüste. Gibt auch noch ein bisschen Erfahrung, denke ich mal. Ich werde einfach Dudley. Einige Dinge werden sich niemals ändern. Was kann denn schon groß Da wir nicht wissen, wer der Chef von dem Laden ist. Irgendwann ist doch das vorbei. Könnte das schwieriger werden als gedacht. Und es kommt noch schlimmer. Ja, hast du recht, es kommt noch schlimmer. Ich werde einfach abwarten. Am besten du erledigst das selbst. Tja, ich glaube, ich will das gar nicht hören. Du solltest meinen Rat annehmen. Ist das deine Ernst? Hör bloß auf, ist schon schlimm genug, wie es ist. Tja. Richtig, aber trotzdem geht das so nicht weiter. Irgendwann ist auch das vorbei. Toll. Ich weiß nicht, ob Nein. Am besten, du erledigst das selbst. Nein, wir wissen nicht, ob wir dir vertrauen können. Oh, kann dir aber auch egal schade. Sein. Na dann, Klar, warum nicht? Ich denk darüber nach. Trotzdem, du solltest meinen Rat annehmen. Gehen wir mal mit, Ich glaube, ich will das gar nicht hören. Kann dir doch egal sein. Hör bloß auf mit der Scheiße. Was kann denn schon dann... Passieren? Gehen wir mal mit dem Kollegen zur Wüste. Gut, zeig mir die Wüste. Es ist nicht weit. Folge mir. Gibt wahrscheinlich auch noch ein bisschen Erfahrung. Ich sehe gerade, die Paladin-Rüstung, die er trägt, ist auch nur ein Repaint von dem Ding, was wir anhaben, ne? So ein bisschen dunkler. Oh mein Gott, wir werden sterben. Ach, jetzt witzel ich noch rum. Gleich steht hier was Großes vor uns, wenn wir Pech haben. So, Feuernessel. Nee. Es ist nicht weit, 3 Kilometer später. Ja. Da sind noch mehr von den Biestern. Meinst du? Hey, hast du es gezeigt? Oh, da ist noch ein Sniper. Da sind noch mehr von den Biestern. So, das wäre erledigt. Gut. Nummer 3. Schon wieder eins von diesen Viechern. Läuft gut, ne? Bin ja hier begeistert und so. Wo ist er hin? Da. Es ist nicht weit. Sind wir bald da? Gott. Ja, nicht rutschen. Ich höre Viecher. Das hört sich an wie so ein Crawler. Hm.
Ja, vor allen Dingen, hier waren die ganzen Banditen. Hier sollten wir hin wegen Kurt. Oh. Goldschild. Haben wir die vergessen auszurauben? Räumen. Sag mal. War ich so blind bei der letzten Aufnahme? Na, was denn? Entscheiden Sie sich, Kollege. Schnarch. Definition von es ist nicht weit, ne? Das hört sich tatsächlich nach Crawlern an. Frage ist, wo? Sieh dir das an, mein Freund. Brennend heißer Sand. Soweit das Auge reicht. Das ist nichts für mich und meine Metallrüstung. Ich stehe mehr auf das gemäßigte Klima des Mittellands. Mhm. Ich frage mich gerade. Da oben, guck mal, da ist ein Zelt. Sand. Jetzt möchte ich da oben rauf. Mal gucken. Sind wir doch wieder in der Wüste. Ja. Tag. Ja. Sehr gut. Komisch, dass da oben immer so ein Zelt rumsteht, ne? Moin. Die Scheiße schon wieder. Ich hatte doch irgendwas, was gegen das da. Was ist das denn? Meine Fresse. Oh Gott. Erstmal der hier. Aua. So. Die Schakale umgehen wir mal ganz großzügig so ein bisschen. Komm ich denn da oben auf den Berg rauf? Hier scheinen wir noch nicht gewesen zu sein, großartig. Jetzt werden hier wesentlich weniger Viecher. Wie viel brauchen wir bis zum Level-Up noch? Da ist noch ein bisschen. Hier hinten scheint der Berg flacher zu werden. Meine Güte. Sag mal, wollen die mich verarschen? Wie viel sind denn das?
Lago? Okay. Ich renne jetzt aber nicht nach Lago, oder? Also, schon irgendwo, aber... Warte mal. Das geht übrigens in Alex nicht mehr. Finde ich schade. Das ist einfach so Bergziege spielen hier. Ah, da fährt man ein Jetpack. Hat zwar nicht unendlich Energie, aber... Das macht auch so einiges leichter. Frage ich mich, was das da hinten ist. Ich meine... Einfach so am Arsch der Welt auf einem riesigen Hügel. Ein Zelt, das muss ja auch seinen Grund haben. Gut, nicht zwingend, aber... Hier sieht es so nach Mittelland aus, irgendwie. Berghang. Hm. Wer weiß, was uns da erwartet. Irgendein fetter Dämon so, hallo, bomm, tot. Sieht auch nicht so aus, als wenn man hier langlaufen sollte, zwingend. Also... Es wirkt nicht so, sagen wir es mal. Genau, in der Richtung. Doch richtig gesehen, dass hier irgendwo ein Zelt stand, oder? Oder war ich blind? Nee, tatsächlich, da ist ein Zelt. Huh. Hä? Was? Wieso? Ich meine. Oh, hier kann man buddeln. Okay. Ach du Scheiße. Leichte Nomadenkleidung, Gold. Oh, 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 oh. Na, holla die Waldfee. Das ist übrigens auch in Alex eine Tradition, der sie sich treu geblieben sind. Was ich sehr gut finde, man wird belohnt fürs Rumsuchen. Man könnte direkt, also wie jetzt in Gothic hier, einfach so straight Hauptstory oder was auch immer, ein paar Nebenquests mitnehmen. Aber wenn man so die Ecken so wie hier absucht, man wird belohnt. Das finde ich gut. Dass man fürs Entdecken auch tatsächlich eine Entlohnung bekommt und nicht aber so, jetzt ist hier einfach mal nichts, ne? Finde ich echt gut. Dieses Plateau hier, sagt es. Ich mag sowas. Ja, wenn man sowas weiß, dann könnte man theoretisch gesehen ja auch... Also man... Ich meine, ich weiß nicht, was die Rüstung jetzt taugt im Vergleich zu dem, was wir jetzt haben. Ja, nicht so viel, aber man kommt ohne groß Tamtam theoretisch gesehen, wenn man ein bisschen ausweicht, man muss ja nicht mal kämpfen. Wenn man sich hier rauf wurstelt, kommt man tatsächlich relativ früh eine etwas höherwertige Rüstung, ohne Kohle auszugeben. Dann zurück nach Nemora. Vorerst. Der hat aber lange gebraucht.
Zeig mir deine Ware. Eidechse. Kann dir doch egal sein. So. Speichern. Auf der 1. So. Na dann. Tradition und so. Selbst in Alex. Gut. Dann war es das vorerst für Gothic 3, für diese Aufnahmerunde. Nun guck nicht so betrübt. Irgendwann ist doch das vorbei. Genau, auch irgendwann ist das vorbei. Ja, vielen lieben Dank fürs Zuschauen, wie immer. Wenn es gefallen hat, lasst ein Däumchen da, teilt das Video, freut mich und hilft mir. Was kann denn schon groß passieren? Ja, es könnte jede Menge passieren. Quatsch mir nicht in die Abmoderation rein. Und es kommt noch schlimmer. Es kommt noch schlimmer, wenn ihr Pech habt. Jetzt halt die Klappe da hinten. Und es kommt noch schlimmer. Halt die Fresse, habe ich gesagt. So, es ist aber gut. Wenn ihr nichts verpassen wollt, dann könnt ihr mir natürlich folgen. Alles Wichtige zu mir und zum Spiel, in diesem Fall Gothic 3, in der Videoinfo verlinkt. Kurz mehr anzeigen, klickt, da habt ihr alles, was ihr braucht. Nicht vergessen, das Glöckchen aktivieren, damit ihr auch tatsächlich informiert werdet, wenn ein Video rauskommt. Ist zurzeit so ein Ding mit YouTube und reden wir nicht drüber. Das ist YouTube, die machen, was sie wollen. Da gibt es noch andere Konzerne, denen geht es ähnlich, aber das wäre zu ausschweifend, das in irgendeinem anderen Let's Play, in irgendeiner Quatschrunde mal. Ja. Lange Rede, kurzer Unsinn. Wenn ihr Lust habt zu schreiben oder Anregungen, Fragen, dann haut was in die Kommentare. Ja, so, das war's von meiner Seite aus für diesmal, wie schon erwähnt. Ich wünsche euch wie immer natürlich nur das Beste, eine schöne Zeit. Wir sehen und oder hören uns dann bei der nächsten Runde Gothic 3 oder gerne auch bei einem anderen Projekt, wie zum Beispiel Elex. Also, bis dato, reingehauen.